Hallöchen, meine Damen und Herren, willkommen zu einem kleinen Talk- oder Reaktionsvideo. Ich bin seit ein paar Wochen ja aktiver auf Twitter oder generell auf Twitter unterwegs, wegen den Partnern, Skin Baron, Daddy Skins, E-Sportler und so weiter und so fort, um da so ein bisschen am Ball zu bleiben. Und das hat Twitter wohl direkt erkannt und sich gedacht, dem stopfe ich jetzt Scheiße ins Gesicht. Und da sehe ich von Dexerto, das ist scheinbar irgendwie so eine News-Seite für Streamer, und ich meine, da gehöre ich ja dann halt auch so mit dazu, sehe ich, dass es halt eben Leute gibt, die während dem Stream Auto fahren, beziehungsweise während dem Autofahren Stream, und wenn sie richtig bescheuert sind, auch den Chat lesen, während sie Auto fahren. Und da sind wohl bis dato kleinere Unfälle passiert, Auffahrunfälle und so weiter und so fort, was schon komplett bescheuert ist, zumal ja jeder Unfall auch schlimmer sein könnte, ne, wenn man ins Handy reinglotzt. Aber ja, jetzt ist wohl eine Streamerin sogar über einen Hund drüber gefahren, und ich will jetzt nicht sagen, und da hört der Spaß auf, ne? Auffahrunfälle sind schon haarig, und wahrscheinlich war es bis dato immer nur Glück, dass nicht ein Lebewesen überfahren wurde oder großartig verletzt wurde. Jetzt ist es halt passiert, und da ich ja selbst im Medienbereich unterwegs bin, interessiert es mich natürlich schon, natürlich wie auch dieses Bild eines zum Beispiel Streamers, YouTubers, Medienproduzenten und so weiter eben ist, also wie so die öffentliche Wahrnehmung ist. Und sowas ist natürlich, ich kann es gar nicht in Worte fassen. Wie kann man nur so bescheuert sein? Ich meine, man fragt sich ja schon, okay, es gibt sehr viele Kategorien auf Twitch, die schon so ein bisschen sind, aber dass man während der Autofahrt live streamt, gut, ist vielleicht gar nicht so abwegig, aber dass man halt auch den Chat liest und nicht nur nach vorne guckt, das ist insane. Das hat mich richtig geschockt, weil es ja auch immer heißt, die Leute, YouTuber, Livestreamer, alles Idioten. Wenn man das halt dann liest oder auch eben sieht, wir gucken auch gleich kurz in den Ausschnitt rein, keine Sorge, da wird niemand überfahren in dem Ausschnitt, einfach nur um sich reinzufühlen, wie diese Streamerin im Speziellen eben so drauf ist. Ja, wenn man sich das so anguckt, denkt man sich, Suka, Suko, przed chwilą. Kurwa, nie wiesz, jak to... Jezus, ile tu psów! Pewnie jakaś macieczkę. Das ist kurz bevor sie den Hund überfährt oder einen Hund überfährt, und sie sagt wohl noch, aber die Übersetzung habe ich jetzt auch nur aus den Kommentaren von diesem Twitter-Ding, und wir alle wissen, Twitter ist ja eigentlich nochmal genauso bescheuert wie der ganze Kack auch. Da geben sich die Vollidioten die Klinke in die Hand und teilen ihren Scheiß. Nun ja, und sie sagt wohl, da sind so viele Hunde auf der Straße, oder da ist ein Hund auf der Straße, und dann guckt sie ins Handy. Hä? Ich kann das nicht verstehen. Was ich vorhin, glaube ich, kurz angeschnitten hatte, war, die Idee beim Autofahren zu streamen oder zum Beispiel auch Videos aufzunehmen, ist ja gar nicht so abwegig. Es gibt ja einige Trucker, die auf ihren 1000-stundenlangen Fahrten Videos machen, aber dabei eben geradeaus gucken. Oder vielleicht mal kurz in die Kamera und dann wieder geradeaus. Das ist dann auch was ganz anderes. Klar, man guckt ja generell auch mal vielleicht kurz aufs Radio oder, gut, so viele andere Möglichkeiten gibt es nicht, vielleicht aufs Navi. Aber man guckt halt nicht einfach irgendwie 5 oder 10 Sekunden am Stück aufs Handy, um irgendeinen Chat zu lesen. Das ist Wahnsinn. Und genau solche Sachen schädigen dann auch noch den Ruf, der sowieso nicht... Gut, mittlerweile geht's. Mittlerweile geht eigentlich so der Medienkram. Vor 5 Jahren oder sowas hieß es noch, YouTuber, Streamer, hör mir auf. Jetzt geht es ja. Aber das... Ich habe mich noch ein bisschen eingelesen. Twitch erlaubt es, dass man während der Fahrt streamt. Man muss aber, wenn man den Chat lesen möchte, muss eine zweite Person dabei sein, die den Chat liest oder vorliest. Und ja, also man wird nicht zwangsläufig gebannt, wenn man während der Fahrt streamt. Was ich schon schwierig finde. Wie gesagt, solche Videos kennt man von Truckern, die dann irgendwelche coole Stories erzählen. Aber das ist dann nochmal ein ganz anderer... Das ist ein ganz anderer Ansatz, ein Video. Live, da reagiert man dann eben, also ich kann mir gut vorstellen, dass da jemand halt auch sitzt und dann möglicherweise Sound anhat, und wenn da eine Spende kommt oder Text-to-Speech oder sonst was, dann reagiert man da ja auch drauf. Und natürlich ist das wahrscheinlich ähnlich ablenkend jetzt wie Radio, aber dann doch ein bisschen mehr, weil es ja dann doch um einen geht. Also alles in allem finde ich es irgendwie quakig, dass Twitch das überhaupt zulässt, dass ja während Autofahrten gestreamt wird. Ich würde das vielleicht sogar auf den bannbaren oder zumindest Timeout-baren Katalog nehmen, wenn du Livestreams während der Auto fährst. Also ganz schwierig. Man müsste schon wirklich vorweisen, dass man zu zweit ist, und dann kann man das vielleicht machen. Aber es ist wirklich was auch gar nicht sein muss, finde ich zumindest. Ihr Account wurde zum Glück direkt gebannt. Wenn man so ein bisschen gräbt, findet man halt noch Clips, wie sie da halt hockt und dann manchmal 5, 6, 7, 8 oder 10 Sekunden aufs Handy glotzt. Und falls man sich jetzt fragt, warum ich denn dazu jetzt überhaupt irgendwie ein Video mache, wie gesagt, Twitter hat mir das halt von Latz geknallt. Und da ich auch in der Branche unterwegs bin, wollte ich es halt einfach mal anschwätzen und meinen Senf dazu abgeben. Absolut Kock. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach.
400 Rollen. Dann vorbei, Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann gehen wir deine dicken fetten Mutter auf die Insel.